Erstmal dahin. Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Yeah. Ich bin Held. Oh, Scheiße. Kacke. Mike! Was? Oh, Scheiße! Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg! Es ist weg, okay? Jess, ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße! Nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay, okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Oder was immer das war. Okay. Da sag ich nur, pass auf dein Handy auf. So. Lucky, Lucky. Jetzt gibt's Feuer für meinen Schnucki. Ja. Musstest du unbedingt loswerden. Hab ich recht? Ja, klar. Was denkst du denn? Ist ja auch noch Blinky Blinky. Mach raus. No, da. Wow, Jess. Sieh dir das an. Ist es ein Feuer? Nein. Viel cooler. Hände hoch! Die sind festgefroren. Nimm die Hände über den Kopf. Ich verpasse dir gleich eins auf den Kopf, wenn du weiter mit dem Ding auf mich zielst. Okay. Leistest du Widerstand? Was, wenn das Ding geladen ist? Mach's recht. Michael! Leg es weg! Ja, Ma'am. Gib nichts zu sehen. Weitergehen. Spaßbremse. Was haben wir denn hier? Mythen und Legenden der amerikanischen Ureinwohner von Joseph Malek. Falls du nicht auf Rumknutschen mit Eiskulturen abfährst, solltest du Feuer machen. Pronto! Ach so. Nee. Lesen bestimmt nicht alles. Bla, bla, bla. Es hatten wohl noch mehr Leute eine Begegnung mit den netten Problembären. Das macht es jetzt nicht wirklich besser. Aha. Oha. Ach, da ist doch das von der Mine. Bild eines Jägersymbols, ja, das hatten wir noch nicht. Schmetterlingssymbols, eine Vision oder ein Traum von der Zukunft. Bild eines Schädelsymbols, ein Schutzzauber oder Bande vor bösen Geistern schützen sollte. Wie lange dauert das denn noch? Okay. Das heißt, irgendwas war da unten, wovon die Bergleute Schutz brauchten. Es ist so kalt hier drin im Moment, dass meine Zunge sofort an dir festfrieren würde. Jo, pass mal auf jetzt. Mike 1, Feuer 0. Wirklich schön, bravo. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Ich glaube, mit Alkohol wäre es entspannter. Na, wenn ich das früher gewusst hätte. Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht so weit. Echt jetzt? Vielleicht müssen wir einfach den Sprung wagen. Weißt du, wie ein Sprung in den Swimmingpool? Was? Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, umknutschen und sehen, was daraus wird. Echt jetzt? Dachtest du, die Nummer zieht?
Jo. Hat sie bisher immer. Blöd, Mann. Hört deine Flamme nächstes Jahr dieselben Sprüche, wenn sie meine Initialen im Baum sieht? Autsch. Mike, die Fensterläden. Was ist damit? Kannst du sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jazz, wirklich, alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay, Fensterläden zu. Aber ich habe gesehen, hier hinten war auch noch was. Cool, das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Oh, wirklich alles einzeln machen. Hey, bist du okay? Was machst du denn da? Nix. Es ist das Licht. Ich hab's gemerkt, du Trottel. Du hast es kaputt gemacht. Wahrscheinlich falsch verkabelt oder sowas. Ach, du bist falsch verkabelt. Oh, da. Hinweis. Moment. Oh. Kannst du die Fensterläden bitte schließen? Bitte. Albert Jr. in Virginia 2013. Gut. So, da ist nichts. Dann hier rein. Michael, mach die Fensterläden zu. Sofort. Nerv nicht. Ich muss absuchen nach Bling Bling. Das kann man so. Ich mag die Vorstellung nicht, dass da draußen jemand rumlungern könnte. Oh, was haben wir denn hier? Die waren einfallsreich. Okay. Alle unter 12 bitte mal weggucken. Okay. Oh, ich weiß nicht, ob ich fit genug bin für diese Art von Matratzensport. Ja. Ist das ganze Buch da drin? Oder nur die zwei Seiten? Schade. Okay. Haben wir hier noch was? Hier. Okay, dann ab ins Bad. Wag es dich. Oh Mann, verdammt! Mach weg! Verfluchte Scheiße! Fuck, shit! Wow, du kleiner Schisser, Mike. Komm schon. Gut, war das jetzt alles? Geh doch da lang jetzt. Okay, das Buch habe ich. Ist eine Kiste. Ich will an die Kiste. Da nix. Was ist hier? Oh, Steuerung. Ey, da war doch noch was. Okay. Leuchte mir mal bitte. Okay, da ist nichts. Ein Traumfänger. Hier ist auch nichts. Spiegel. Okay. Mann, ist ja wirklich nichts. Okay. Wie gesagt, das Kamasutra haben wir schon gelesen. Dann gehen wir mal der Lady die Fenster zu machen. Nee. So. Da. Ah. Voila. Die Läden sind dicht. So. Wo waren wir? Tut mir leid. Sorry.
sorry. Ich glaube, ich bin ein bisschen durch den Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Und was? Was durchzuziehen? Also, ich gebe mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Kein Problem. Beruhigen wir dich mal. Jess, das kann nicht dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh, du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber du hast dein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake, aber es ist echt. Ja, ich schätze schon. Ja, und das ist super mega scharf. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Sieh nach, ob du eine Decke findest. Dann können wir uns vor dem Feuer zusammenkuscheln und herausfinden, wie süß dein Arsch denn wirklich ist. Okay. Wow. Status. Yeah. Nur mal so eine Info. Ich hab da hinten ein Bett gesehen. Nur mal so nebenbei. Ah. Na, stehen bleiben. Boah. S'il vous plaît, Madame. Einmal Decke für die Lady. Und was wünscht der Monsieur? Ich hätte gern etwas Sanftes und Warmes. Ich glaube, das lässt sich arrangieren. Mike? Ich hätte gerne was Prickelndes in meinem Bauchnabel. Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Okay. Also, was haben wir denn da? Dein Telefon! Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, es kam halt durchs Fenster. Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh. Oh. Hey! Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Tja, ratet mal! Euer Pech! Ihr verderbt uns den Spaß nämlich nicht, weil Michael sehr mutig. Oh, so eine